Zwischen den Welten. Die Abenteuer der Seele. Einmal, als die Freunde nach einer ihrer Reisen auf die Erde in einem wunderschönen Ort in den Bergen am großen See entspannten, kam ein Engel in Form eines Lichtballs zu ihnen herab. Dieser verwandelte sich allmählich in die Gestalt eines Asketen, der im Lotussitz saß und eine regenbogenfarbene Aura um seinen Körper hatte. Seid gegrüßt, helle Seele. Mich hat Synklit, der Planetenkoordinatorin, zu euch geschickt, der im Shambhala ansässig ist. Oh, ist das das wunderschöne Belovodir, das Röhrig und andere Menschen suchten? Ja, das ist es. Aber man kann es nicht finden. Man kann nur dorthin eingeladen werden. Es ist die geistige Heimat der Kräfte des Lichts auf der Erde. Von dort aus leiten sie die Evolution der Erde und kämpfen gegen die Kräfte des universellen Bösen. Und so befanden sie sich in Tibet, wo sich inmitten der glitzernden Schneegipfel die Heimat des Lichts befand. Sie flogen bis zu einer schützenden energetischen Sphäre, die diesen Ort unzugänglich machte. Hinter dieser Sphäre konnte kein Wesen eindringen, auch nicht die Subtilen, weder Larven noch Geister, noch die Verstorbenen. In ihrer Nähe streiften Yetis umher. Jan war schon lange daran interessiert, herauszufinden, wer sie wirklich waren, und sah, dass sie ätherische Wesen waren, die jedoch sichtbar werden können und sich sogar kurzzeitig materialisieren konnten. Die Menschen, die sich diesem Ort näherten, vergaßen, wohin sie gingen und warum. In ihnen stieg ein unerklärliches Schrecken auf. Sie wurden erwartet und der Schutzengel der Sphäre öffnete ihnen den Weg und ließ sie hinein. Sie beobachteten die majestätischen, schneebedeckten Gipfel, flogen in eine Grotte und stiegen dann in unterirdische Höhlen hinab, deren Wände mit Bergkristallen bedeckt waren. Auf einem 3 Meter hohen Thron saß der König von Shambhala, Iritgenyapo. Sie verneigten sich ehrfürchtig vor dieser großen Seele. Der Synklit der Planetenkoordinatoren hat euren Dienst an der Menschheit bemerkt und ich habe euch gerufen, um euch in Burgir in die Ritter von Shambhala einzuführen und euch die große Lehre von Burgir zu übermitteln. Es handelt sich um die Kunst des Handelns auf der energetischen Ebene, die euch im Kampf gegen die Kreationen des Teufels helfen wird. Unser Bruderlehrer bearbeitet gerade das Karma der Erde. Er bewahrt sie vor dem Armageddon. Die Kräfte der Dunkelheit fürchten ihn und versuchen in jeder Hinsicht, ihm im Weg zu stehen. Aber ihr seid seine treuen Helfer geworden und seid würdig, in die Armee des Lichts einzutreten. Die Tatsache, dass ihr als Gruppe handelt, gibt euch große Kraft. Mehr, als wenn ihr alleine handeln würdet. Ihr nutzt eure sexuelle Energie nicht nur zum Vergnügen, sondern auch, um die Dunkelheit mit Sans Schlägen zu bekämpfen. Nehmt meinen Segen an, Krieger des Lichts. Jan, ich ernenne dich zu Boagir, dem Ritter von Shambhala. Mit diesen Worten streckte Ritgen seine Hände über ihnen aus, übertrug ihnen die Kraft, die sie mit Shambhala verband, und ein Licht ging von ihnen aus, das die Neophyten erleuchtete. Er materialisierte 4 astrale Schwerter, und sie flogen durch die Luft in die Hände der Eingeweihten. Hier, nehmt das astrale Schwert und schlagt damit die Feinde der Kräfte des Lichtes. Jan nahm das Schwert in einem ruhigen und ehrfürchtigen Zustand entgegen und seine Aura leuchtete sofort hinauf. Ältesten Zeiten der Entstehung der menschlichen Zivilisation, als ich der Hauptpriester von Atlantis war, wurde die hohe Kunst des Handelns in der subtilen Welt von Gott gegeben. Auf energetischer Ebene. Und jetzt habe ich es an dich,
und deine Shaktis weitergegeben. Es ist sehr wichtig zu lernen, als Gruppe zu handeln, da die Energie der Gruppe größer ist als die einzelnen Handlungen der gleichen Anzahl von Menschen, tantrischen Gruppe, in der ein Mann und seine Frauen interagieren. Wenn sie zueinander passen und einander würdig sind, dann erreicht ihre Interaktion enorme kreative Kraft. Sie können ihre sexuelle Energie nicht nur zum Vergnügen, sondern auch zum Erreichen jedes Ziels nutzen. Dafür können sie die tantrische Charta studieren. So sei es. Aum. Jan und seine Shaktis verneigten sich ehrenbietig und gemeinsam mit Kutumi flogen sie zum Ort der Wissensübertragung. Im Flug sahen sie eine große Höhle, in deren Mitten sich eine riesige Kristallkugel befand, und um sie herum saßen die Mitglieder des Synklits der Planetenkoordinatoren: Christus, Buddha, Krishna, Mohammed, Moses, El Moria, Zarathustra, Mahavira und andere große Seelen unserer Erde, die beobachteten, was auf den Planeten geschah, den Dunklen entgegenwirkten und den Söhnen des Lichts und den hellen Seelen in Form von Strahlen göttlicher Energiehilfe sandten. Sie kamen in eine Höhle mit einem großen unterirdischen See und einem Wasserfall, der hineinfloss. Obwohl es dort etwas dunkler war, konnten Jan seine Freunde und Kutumi in der Dunkelheit sehen, da sie in astralen Körpern waren. Das Erste, was du beim astralen Handeln brauchst, ist das Ziel, die Aufgabe klar zu sehen. Dann musst du Einheit, Zusammenhalt und Hingabe spüren und ein einheitliches Feld bilden, in dem Jan der willensstarke Kern ist und du die unterstützende Kraft. Wenn sich ein Mann und seine Shakti-Frau vereinen, stellen sie eine gewaltige Kraft dar. Sie können Berge versetzen. Natürlich muss der Mann würdig sein und die Frauen müssen an ihm eingebunden sein. Sie sollten Gleichgesinnte sein und sich gegenseitig verstehen. Der Mann als Shiva, der Kern, sollte das führende, willensstarke Prinzip sein. Die Willenskraft, die die Energie der Frauen lenkt. Seine Shaktis sollten sein Hara, das Energiefeld sein, das seine Bestrebungen unterstützt. Ein Karateka gibt die Richtung vor und die Shaktis, die ihn emotional unterstützen, ermöglichen es ihm, das gesetzte Ziel zu erreichen. Also, zuerst muss man sich entscheiden, welche Absicht man verfolgt. Dann muss man Einheit, Zusammenhalt und ein gemeinsames Feld spüren. In einem solchen Zustand verbindet man sich mit Gott, dem Egregor, durch Hingabe, Selbstaufopferung und Dienst und spüre die Verbindung in Form eines erhabenen Zustands. Beginne mit der Ausführung der Charta des Sampo-Systems und erfülle die Aufgabe. Da sie zu viert waren, zeigte Kutumi ihnen, wie sie richtig stehen sollten. Die Shaktis bildeten ein gleichseitiges Dreieck und Jan stand in dessen Mitte und sie begannen, die Katas zu üben. Das Wichtigste ist, die Aharata zu halten. Wie das? Die erste besteht darin, dein Ich zu spüren, fest und selbstbewusst zu sagen und zu fühlen: Ich bin. Ich existiere. Stelle dir dann den Willenskern vor und fühle ihn vom Scheitel bis zum Steißbein und weiter entlang der Beine bis zum Boden und trete in einen starken, königlichen Zustand der Kraft ein. Gleichzeitig muss die Wirbelsäule gerade gehalten und die Schultern gestreckt sein. Stelle dir nun dein Hara, deine Aura, dein Energiefeld und die Aharata, umgebende Sphäre, vor und spüre sie. Gehe von oben nach unten durch die Chakren, damit sie gleichmäßig arbeiten und ein gleichmäßiges Hara-Feld aufrechterhalten. Hara ist dein Schutzschild, dein Kapital. Spüre nun, wie Aharata aufsteigt und sich mit Egregor verbindet. Erlebe Selbstlosigkeit, Inklusion und Service. Merke dir diesen Zustand. Dies ist die Grundlage für alle anderen Aktionen und Katas des Samto-Systems. In diesem Zustand kannst du tun, was du willst und jede Aufgabe bewältigen. Jan fühlte eine beispiellose Kraft und Macht. Seine Freundinnen empfanden dasselbe.
Als sie sich näherten und durch die Schutzsphäre gingen, sahen sie wieder den Yeti. Und Jan fragte ihren Führer Kutumi. Wie unterscheidet sich ein Yeti von uns Toten? Yetis sind wie andere Erdgeister, wie Hausgeister, Waldgeister und Meerjungfrauen, haben ätherische und vitale Körper. Dadurch können sie für Menschen sichtbar sein, Geräusche machen, klopfen, Gegenstände bewegen, sogar Menschen angreifen. Solche Geister werden zu Poltergeistern. Sie können Menschen helfen oder ihnen schaden. Aber normalerweise sind sie neutral. Wenn eine Person stirbt, behält sie 3 Tage lang eine Verbindung zu ihrem physischen Körper und kann sogar darin wiederbelebt werden. Deshalb wird man 3 Tage lang nicht beerdigt. Manche Yogis, wie zum Beispiel Lama Itigelov, können den Körper für lange Zeit verlassen, eine Verbindung zu ihm aufrechtzuerhalten und dann zum Leben erwachen. Itigelov wird bald zum Leben erwachen. Er ist einer unserer Boagiers. 9 Tage nach dem Tod wird der Kontakt zum Ätherkörper zerstört und er bleibt in Form eines Geistes hier auf der Erde. Und nach 40 bis 49 Tagen endet die Verbindung mit dem Lebenskörper. Seine Kraft geht auf die Verwandten oder Angehörigen des Verstorbenen über, sofern es welche gab. So übertragen Hexenmeister und Schamanen ihre Kraft auf ihre Nachfolger und danach wechselt diese Person vollständig in die subtile Ebene. Und es wird schwierig für sie, auf der Erde zu leben. Wenn jemand auf einer subtilen Ebene stirbt, hinterlässt er vor der Inkarnation seinen Astralkörper, einen Teil des mentalen Körpers und seine Erinnerungen. Und erst im Kausalen tritt sein Geist in eine neue Inkarnation ein und trägt alle Tendenzen, Neigungen und Charaktere dieser Person in sich. Somit kann man sagen, dass der menschliche Geist, die Monade, der Funke Gottes, das Bewusstsein mehrerer Seelen oder subtiler Körper hat, von denen jede ihre eigene Lebensspanne hat. Sie können durch spezielle Praxis entwickelt werden, was sie langlebiger macht und ihre eigenen entwickelte Fähigkeiten, wie Cities oder Superkräfte genannt werden. Sie gehören nicht zum physischen Körper, sondern zum subtilen Körper, der Seele und dem Gehirn und blockieren oft ihre Fähigkeiten, die entweder nach dem Tod erworben werden oder indem diese Blockaden durch spezielle Praktiken, zum Beispiel Kata des Sampo-Systems, beseitigt werden. Die Freunde dankten ihm für die Ausbildung und kehrten in ihre Welt zurück, erfüllt von einem neuen Verständnis des Lebens. Ich bin stolz auf dich. Wir freuen uns auch sehr für dich. Die Freundinnen umringten Jan und umarmten ihn. Und dann begannen sie mit Freude und Entschlossenheit zu tanzen und Spaß zu haben und halfen dem Synklit der Planetenkoordinatoren durchweg. Der Zeichentrickfilm basiert auf dem Buch Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele. Lies Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele auf der Website amazon1.org/books. Weitere interessante Praktiken, spirituelles Wissen und Geschenke erhältst du auf den Websites unserer Partner. Details findest du in der Beschreibung.